Servus und hallo zum neuen Video an dem brutal heißen Dienstagabend, fast Mittag, Abend. Und zwar machen wir in unserem Let's Play weiter. Ihr seht den LKW, was wir im Let's Play sind. Auch oben an dem gefahrenen Kilometer. Und zwar wollen wir heute unsere erste Fahrt, unsere erste Tour mit unserem neuen LKW machen. Gucken wir mal. Und studiert da los. Nach Zürich, das wird nämlich viel Kohle bringen. Oder Nürnberg. Wäre auch noch was. Ja, man, gelbe Zugmaschine, gelbe Auflieger, das nennen wir mal. Sind wir für die Spedition Willy Bits unterwegs? Das machen wir. Da freue ich mich schon drauf. Irgendwie stimmt aber meine Alleinstellung. Jetzt. Okay. Da passt was noch nicht. Ich muss ganz kurz mal nochmal meinen Treiber laden. Ach ja, daran liegt es. Ich habe den die Zentrierfeder nicht aktiviert gehabt. War eingestellt. Jetzt, das sieht besser aus. Handbremse löser. Gegen Saures. Fahren wir uns ein neuer LKW gleich mal zu Schrott. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Ich habe nämlich noch kein Navi drin. Raus, links, rechts, rechts, nee. Doch, links und rechts und dann gleich wieder rechts. Und Willy Bits. Ah, normal müsste die Fahrbahn frei sein. Wir haben ihn ja schon. Der Bits Willy. Der alte Schlingel. Fällt da gerade ein, ich habe noch ein paar Gameplay-Eigenschaften vergessen einzustellen, aber das ist egal. So, wie schickt uns das Navi? Direkt rund Richtung Zürich, das ist ja nicht schlecht. Raus, dann rechts rum. Dann kriege ich eine erste Kreuzung runter. Und dann geht's immer geradeaus.
Das müsste man auch ohne Navi finden. Wusste ich es doch, im Singleplayer sollten wir ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, den LKW-Sound hört man hinter raus. Hinter der Musik. Wow. Ja, ich schaff's noch, meinen LKW zu Schrott zu fahren. War's recht. Dann die nächste müssen wir dann gleich wieder runter. Halt, hier bleiben. Ich muss das Lenkungsspiel noch ein bisschen einstellen. Passt mir da gar nicht. Zürich, geradeaus. Dann bleiben wir hier. In diesem Fall habe ich doch eine Ausfahrt übersehen. Macht aber nichts. Dafür haben wir ja die Verkehrsschilder. Ich muss die Zentrierfeder nachher noch ein bisschen stärker einstellen. Was ich von euch mal gerne wissen würde, möchte, täte. Ist an dem Gerücht was dran, dass in ETS 2 es wahrscheinlich bald eigene Auflieger gibt. Das heißt, man kann die Auflieger genauso kaufen und konfigurieren wie die LKWs. Ja, was heißt genauso? Natürlich immer angepasst. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich stimmt. Ich habe den blöden Eindruck, dass man den LKW und die Musik nicht mehr raushört, irgendwie. Haben wir das Radio so laut? Sind wir überhaupt noch richtig? Hab schon länger keinen Schild mehr gesehen. I wonder.
Ja, wird wahrscheinlich bald wieder eine Holzfahrt kommen. Hoffe ich mal, da müsste er dann angeschrieben sein. Außer es täuscht auf der Map wirklich so. Oh. Ich bin falsch. Irgendwas sagt mir, dass ich falsch bin. Das war der falsche Knopf. Ja, ich muss wenden. Wo bin ich falsch gefahren? Habe ich jetzt tatsächlich die Ausfahrt übersehen? Alter, der zieht einfach raus, wo ich ausholen muss. Na gut, ich habe geblinkt. Da. Jetzt muss ich sicherlich zurück bis an die eine Kreuzung oder Autobahnabfahrt, wo dran gestanden ist, Zürich geradeaus. Das nervt mich jetzt schon wieder. Gut, dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Jetzt komm, überhol mich endlich, dass ich die Spur wechseln kann. Dann heißt es immer, Elefantenrennen sind verboten. Was bremst der Depp jetzt? Ja, wenn man wieder einen aufmacht. Au! Was war das jetzt? Ich bin jetzt noch einen Unfall verursacht? Mit was? Da war weit und breit kein Schwein. Da war weit und breit niemand. Und dann verursache ich einen Unfall. Ja klar.
bin ich tatsächlich über die Kreuzung drüber brettert. Oder über die Abfahrt. Das war jetzt fast 100 Kilometer. Ich falsch gefahren bin. Boah, ich will in der Spur bleiben. Wenn in LS der KI-Verkehr auch so intelligent wäre. Da wäre ich happy. Ja, Verkehrskontrolle, hä? Hä? Warst du schnell unterwegs? Da staut sich's wieder. Scheiße. Aber es läuft einigermaßen. Bittermisch kriegen wir auch noch. Ja, 64 Kilometer noch. Dann sind wir am Ziel. Uai. Sind wir im Ausland? Was ist hier los? Warum hat er jetzt gebremst?
wie in der Realität auch. Er lässt mich rüber, sehr aufdringlich von dem. Da die Motorbremse nicht mehr ausreicht. Ich weiß nicht, wie weit mein Auflieger ausschlägt. Glück gehabt. Nächstes Mal noch ein kleiner Tick weiter ausholen. Dann hat das, ja klar. Passt das? Ah, da vorne sind wir ja nachher gleich. Oh Mann. Ich sollte nicht zu viel auf meinen zweiten Monitor gucken. Hier drüber ein. Bin mal so frei. Ja, man mag den Kleinen immer ein. Aber es wird später sicherlich mal ein ganz großer. Ach, die letzte Ampel vor der Abladestelle, und die muss mir jetzt noch einen zeitlichen Strich durch die Rechnung machen. Ja, egal. Noch deaktivieren, dass es automatisch annimmt. Ist nichts um mein Neutralschild.
von hinten auf den Zaun drauf lasse. Vorne bin ich bedrohlich nah dran. Ich sehe schon, ich sehe schon. Geht so nicht. Warum komme ich jetzt nicht mehr ins Leck? Hat die doch nur den zweiten Gang drin. Andersrum. War es jetzt F10 oder F12? Oh, Max. Nee, das wurde nett. F10 und F12 geht beides. Es klappt mir ja sonst niemand, dass ich für den Willi unterwegs war. Oh. Ausgeht so ich nicht, nö. Ja, Level 2, Neuling, juhu. Zwei neue E-Mails. Oh, wir werden mal einen großen Ausstieg. Suchen, welche Fahrer, bla bla bla, mit einem LKW, bla bla bla. Bis zu 1800 pro Auftrag. Städten vorbei. Okay, was sagt die Bank? Muss man um den Auftrag fahren, dass man größere Kredit kriegt. So. Aber wir haben jetzt genau 30 Minuten. Auch drin oder was ist da los? Da kommt Bremse rein. Ein schöner neuer LKW. Juhu. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt die 30 Minuten voll. Auftrag beendet. Somit wären wir auch jetzt am Ende dieser Folge, dieses Videos. Wie es gerne haben möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder eine neue Fahrt mit unserem neuen LKW machen. Genießt das Wetter, genießt die heißen Tage. Und bringt nicht so viel an Sonne, nicht dass Sonnenbrand gibt. Und mir bleibt mir nicht zu sagen. Bis die Tage.
Tschüss.